Moin Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute dreht sich um dieses Paket hier, was schon mal auf den ersten Blick sehr, sehr groß ist. Nämlich, wir packen heute wieder mal was für die LGB aus. Und zwar von der LGB, die 22040, die GE441. Ja, dann packen wir die mal aus und gucken mal rein. So. Okay. So, sind wir doch schon drinnen. So, wie wir erstmal sehen, sehr viel Luft, sehr viel Filmmaterial hier drin. So, okay, hier wieder, immer wieder viel. Viele Prospekte. So. Aber hier ist die eigentliche Lok drin. Hier ist die eigentliche Lok drin, also das ist das Paket doch nicht so groß. So, dann steckt man das gleich hier hinter. So. Da ist die eigentliche Lok drin. Ach ja, und das ist die GE441 Selvetra. Na? Die Schweizer Loks, die RAB-Loks sind ja immer nach Städten benannt. So, jetzt ist die Frage, wie ich das aus dem Paket rausbekomme. So, hat es was gebracht? Ja, ein bisschen, ein bisschen. Na, es bringt was, aber nicht viel. Sitze ich hier noch ein paar Stunden dran. Mit dieser Taktik. Okay, ich glaube, wir sehen uns dann wieder, wenn das Paket, also wenn das Styroporteil hier raus ist. Sag mir ehrlich, das ist immer das Schwerste. Okay, wir sehen uns bis dahin. Oh mein Gott, Leute, ich hab's geschafft. Bin erstmal richtig aus der Puste. Hab, glaube ich, ein kleines bisschen den Karton, das Styropor hier vorne da beschädigt, aber halb so schlimm. So, dann war hier auch noch das drin, das ist auf jeden Fall schon mal die Lok, die wir da drin vorfinden werden. Da ist die Bezeichnung, wenn es fokussiert. Okay, möchte vielleicht gerade nicht. Ja, hinten haben wir noch was. So, okay, dann machen wir sie mal auf. Okay, da drin sind auf jeden Fall noch eine
zusätzliche Kupplung. Die hat nur auf einer Seite eine Kupplung. Das ist die mitgelieferte Hakenkupplung, die man noch an die andere Seite montieren kann. Muss man aber nicht. Ja, und dann ist da vorne noch was drin. Kann ich aber gerade nicht rausholen. Zeige ich euch vielleicht so. Dann gleich nochmal. So. Mal sehen, wie ich die da rausbekomme. Ach ja, viel werdet ihr von der Lok nicht sehen. Die ist nämlich etwas schwer. Und ja, naja, die geht eigentlich noch. Viel kann ich euch nicht zeigen. Das seht ihr dann alles im Fahrvideo, was dann in den nächsten Wochen kommen wird. Also auf jeden Fall ist das ein schweres Teil, was man auch nicht so lange tragen kann. Hier drin ist dieses Teil, was ich meine. Kriege ich einfach nicht raus, es ist zu fest da drin. Aber es wird bestimmt irgendwie ein Zurissteil sein oder noch etwas mit der zweiten Kupplung was zu tun haben oder weiß ich nicht was. Ja, das ist erstmal die Lok. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Die genaueren, dass wir die Lok genauer zeigen werden, wie im Fahrvideo, was ich weiß noch nicht kommt. Es ist ja auch noch nicht so ein geiles Wetter draußen. Aber ja, das ist erstmal die Lok. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!